Was haben Blutdruck, Blutdruckmessung und kommunizierende, ich habe das abgekürzt, sonst hätte es hier nicht hingepasst, Röhren gemeinsam? Und was hat das mit dem hydrostatischen Druck zu tun? Erstmal zum hydrostatischen Druck. Hydro, wie Flüssigkeit, Wasser, Hydra, die Wasserschlange und so weiter. Das lässt sich am leichtesten so zeigen, wenn ich ein Gefäß habe mit zwei Auslässen. Und ich habe hier Wasser drin, ich habe das rot gekennzeichnet oder irgendeine Flüssigkeit und entferne die Stopfen hier, dann wird dieser Stopfen nicht so weit sprühen wie dieser. Warum? Weil hier unten der Druck höher ist. Warum? Weil die Säule, die auf dieser Ebene hier lastet, wesentlich höher ist als die Säule von hier bis hier. Die Wassersäule. Lastend in Ruhe, also statisch. So ist es gemeint. So, wenn ich dann also aufmache, ich rede jetzt nicht über den dynamischen Druck von Flüssigkeiten oder so weiter, sondern es geht lediglich darum, habe ich mehr Wassersäule über mir, ist der Druck entsprechend höher. So, das ist die eine Geschichte. Kommunizierende Röhren, kommunizierend, das heißt, die sind miteinander verbunden, die reden miteinander. Gibt es in verschiedenen Formen und jetzt gleich wieder der Hinweis. Bitte hier diese Links kurz anklicken, da habe ich nochmal ganz kurz dieses Prinzip der kommunizierenden Röhren gezeigt. Blutdruckmessung, ich meine, liebe Mediziner, das habt ihr alle schon oder fast jeder Mensch hat es eigentlich schon bei sich selber erlebt. Das ist nicht das Problem. Es geht auch nicht um den systolischen und diastolischen Druck und den Unterschied dazwischen, sondern es geht ganz einfach darum, wenn ihr den Link dazu geguckt habt, machen wir jetzt hier weiter. Wenn ich mir diese beiden Fakten überlege, ist doch der Mensch ein System aus lauter verbundenen Röhren. Ich habe hier angedeutet gleiche Höhe. Komme ich nochmal gleich drauf. Wenn ich beim Menschen am Hals den Blutdruck messen würde, meistens macht man es ja am Oberarm, oder nehmen wir den Oberarm, es ist herkömmlicher, und ich würde irgendwie unten am Bein messen, am Fuß, dann würde aufgrund der Flüssigkeitssäule, die am Fuß natürlich größer ist als oben am Arm, würde der Druck, den ich da messe, beide, würden verfälscht werden. Die werden dann höher angegeben und ich staune und denke, der Mensch ist krank. Wenn ich mir überlege, dass der Mensch ja solche kommunizierenden Röhren hat, nämlich unser Blutgefäßsystem, und ich möchte solche Messfehler vermeiden und ich könnte zum Beispiel mal nicht genau an der richtigen Stelle messen, ja, dann lasse ich den Menschen noch hinlegen. Denn dann komme ich nur wieder auf den Blutdruck. Also immer darauf achten, je tiefer ich messe, umso höher ist der Druck. Das war es eigentlich schon. Also ich denke mal, wir haben es. Wenn ihr die weiterführenden Links betrachtet, also einerseits hier oben, beziehungsweise was dann hier noch kommt, dann findet ihr noch weitere Dinge zu medizinischer Physik, beziehungsweise zu Physik überhaupt. Ich hoffe, ich konnte zum Gesamtverständnis, vor allem zur Blutdruckmessung, beitragen und verbleibe. Bis dann. Tschüss.